Hast du in deinem Garten einen Kompost und da passiert seit Jahren irgendwie nichts so richtig oder es geht viel zu langsam und du fragst dich, wie funktioniert es bei den Leuten mit dem grünen Daumen? Dann bist du hier richtig. Ich habe hier den Triaterra-Chef Marco Heckel. Und ja, wir schauen uns mal an, wie wir mit effektiven Mikroorganismen, Komposttoilette und so weiter und verschiedensten Kompostierungstechniken das Ganze einfach und besser machen können. Ja, Marco, wie kompostierst du eigentlich? Ja, Katrin, der klassische Gartenkompost. Also alles einfach rauf und 2 Jahre warten und dann wird schon irgendwie was. Und dann fault und dann stinkst und dann wird die Qualität nicht so doll. Erstmal eine ganz einfache Variante, die auch so wenig EM braucht, diese effektiven Mikroorganismen, Triaterra aktiv, die günstigste Variante. Einfach 2 Schnapsgläser, 50 Milliliter auf eine 10 Liter Gießkanne. Zack. War schon fast ein bisschen viel, aber zu viel geht nicht. Nur eine Kostenfrage. Bisschen umrühren. Und dann ab und zu mal, ich sag mal so bei jeder Schicht, einfach eine Gießkanne mit den Mikroorganismen rauf. Und kein Scherz, das geht ungefähr doppelt so schnell, die Umsetzung. Und wir haben keine Fäulnis und keine Gerüche mehr, also eventuell Fäulnisgerüche. Wir können auch schwierige Sachen raufmachen, wie Phytophthora, Kartoffelkraut, also Braunfäulekraut oder wie irgendwas Verpilztes oder Essensreste, die vielleicht faulen würden, wie gekochte Sachen oder Fleisch. Also mit EM kriegen wir das alles hin, dass es nicht fault, dass es nicht stinkt, dass es sich trotzdem positiv umsetzt. Und ja, also doppelt so schnell, bessere Qualität. Das ist die ganz einfache Variante. Sonst wird nichts verändert. Sie machen alles sonst, wie sie es immer machen. Einfach mal ab und zu ein bisschen EM rauf. Und jetzt die Terra Preta-Variante, die Schwarzerde-Variante. Und das ist, dass wir da auch noch ungefähr 10% vom endgültigen Volumen, da muss man jetzt ein bisschen schätzen, aber das ist da vielleicht 5% vom Volumen, wenn wir da Grasschnitt oder Unkraut oder Erntereste drauf machen, machen wir da Triaterra-Streu drauf oder, wenn man es in Teilen macht, Holzkohle, Steinmehl, Mikroorganismen. Und das ist ja diese Mischung hier, Triaterra-Streu. Und da würde man dann eben auf so eine Schicht von 5 bis 10 cm würde man dann eben ein paar Schippen diese Triaterra-Streu drauf. Wenn das alles ein bisschen schwarz aussieht, ist das in Ordnung. So, dann haben wir Gesteinsmehl drin, dann haben wir Holzkohle drin. Und Holzkohle ist ein wunderbarer Zuschlag für Kompost, weil es gerade in dem Bereich der Kompostierung viel Nährstoffe frei werden und tatsächlich Nährstoffe verloren gehen. Also wir haben im normalen Kompost, geht relativ viel Nährstoff verloren, wird ausgewaschen, geht in die Luft. Und genau das verhindert die Kohle. Die Kohle saugt alles auf, was irgendwie frei wird. Die Kohle ist eine leere Batterie, ein leerer Speicher, der sich auffüllen muss. Und das ist, macht er am besten über die Kompostierung. So, wenn wir es einfach so machen, haben wir auch schon Schwarzerde-Kompost. Und jetzt die dritte Steigerungsstufe, Stapelkompost. Also man kann das auch so weitermachen, einfach ein bisschen Streu drauf. Und dann hat man wiederum eine bessere Qualität. Aber man kann es noch ein Stück steigern und sagen, ich mache Stapelkompost. Dann würde man nochmal dann Mikroorganismen draufbringen, dass es auch gut feucht ist und sich gut verteilt. Es sind auch schon in der Triaterra-Streu Mikroorganismen, aber wenn man das nochmal mit der Gießkanne verteilt, hat man es überall. Und dann genau das, was man normalerweise nicht machen soll. Normalerweise heißt es Kompost möglichst locker, noch 3-mal umsetzen, möglichst viel Luft dran. Es gibt aber ein anderes Konzept und das heißt Stapelmist. Das Motto für den Stapelmist war früher, halt ihn feucht und tritt ihn feste. Dann gelingt der Mist aufs Beste. Stapel Mist. Feucht halten, festtreten, also wenig Sauerstoff. Und auch nicht umsetzen. Und dann entstehen ganz spannende Huminsäuren, wenn es nicht fault. Und der Stapel Mist hat früher nicht gefault, weil genug Stroh drin war und die Kühe guten Kot da drauf gebracht haben, der gute Mikroorganismen mitgebracht hat. Die richtige Mischung ist, dann wird in diesen anaeroben Verhältnissen nicht so viel Humus verbrannt. Der wird nicht heiß, der bleibt kühl, der verbrennt nicht so viel organisches Material. Es entsteht ein höherer Anteil Humus und mehr Nährstoffe bleiben erhalten. Also wir stopfen das dann schön fest. Und würden dann äh, nach,
Man kann das nach jeder Schicht machen oder wenn man den Kompost komplett abgeschlossen hat, dann machen wir das so wie hier, dass wir dann eine Folie drauf machen. Dass er dann 4 bis 8 Wochen ruhig, komplett anaerob, feucht, ohne Sauerstoff, schön feucht, durchfermentiert. Und da gehen auch die Pflanzensamen kaputt, da gehen alle Krankheitssachen kaputt. Da kann man auch Eiben, Nadeln oder Nadelsträume drauf machen. Da kann man, ja, also nichts verlässt den Garten. Zitrusfrüchte, Bananenschalen, Katzenklo, alles kann damit drauf, inklusive in der Kür dann Komposttoiletteninhalt von seinen eigenen Hinterlassenschaften. Und dann haben sie erstmal viel mehr Kompost und wie gesagt, die Qualität, die Ausbeute ist dann viel höher. Stapelkompost mit effektiven Mikroorganismen und mit Triaterra-Streu bzw. Holzkohle-Steinmehl. Ja, wenn du sagst Stapelkompost, so diese klassischen Kompost-Tipps, sage ich mal, da ist ja auch eigentlich so, dass man sagt, dass man Dinge stapelt, ne? Biomüll, Gestrüpp und was weiß ich. Ja, Schicht für Schicht nur aufbaut und mischt. Ja. Aufbaut. Mhm. Aber die ist der Unterschied zum einen EM, die Kohle, ja. Und dass man es auch zusammendrückt und es feucht ist, oder? Genau, normale Empfehlung ist immer dieser Heißkompost. Möglichst viel Sauerstoff, vielleicht sogar umsetzen im Kompostwerk. Wenn es ein gutes Kompostwerk ist, setzen die am Anfang jeden Tag um. Macht keinen Kleingärtner. Was heißt umsetzen? Umwühlen? Einmal komplett, ja, im Kleingarten würde man dann alles mit einer Forke von einem Haufen auf den anderen schichten. Einfach, okay. Dass Luft rankommt, dass, ja, es alles durchgemischt wird. Das macht man im Kompostwerk. Da haben die richtige Wendemaschinen und die machen das, wenn sie sehr, sehr gute Qualität machen, wie Kompostwerk Sonnenerde Österreich, machen die das teilweise jeden Tag, also am Anfang. Und das kann kein Kleingärtner leisten. Und diese Forderung an einen Kleingärtner zu stellen, mach doch mal einen ordentlichen Heißkompost, ist völlig illusorisch, weil kein Kleingärtner schafft das. So, und da ist die Möglichkeit mit EM, effektiven Mikroorganismen, mit diesen milchsauren Mikroorganismen, Fäulnis zu vermeiden. Das ist nämlich der Grund, warum man so oft wendet, weil da zu wenig Luft rankommt. Neigt das zu Fäulnis. Deswegen kann man viele Sachen nicht raufmachen, weil man keine Fäulnis haben will. Das können wir hier mit EM alles in den Griff kriegen. Wir machen so viele gute Mikroorganismen rauf, dass wir erstmal auch ganz schwieriges Material raufbringen können, wie Katzenklo und gekochte Sachen und Fleischreste und was weiß ich. Das fault alles nicht. Und wir können darauf verzichten, es möglichst locker aufzubauen und ständig umzusetzen, weil die effektiven Mikroorganismen dafür sorgen, dass es auch fest gestapelt, nicht fault. Und dann kommt dieser milchsaure Prozess in Gang. Wie im Sauerkraut, wie im Stapelmist, entstehen dabei ganz wertvolle Substanzen und ganz wertvoll. Also das sind dann diese ganz schwarzen Huminsäuren, die nach ein paar Wochen und Monaten da in diesem Material entstehen. Die sind Gold wert, die sind nicht zu bezahlen. Und das ist das Geheimnis des Stapelkompostes und der Stapelmistes. Und wie beim Sauerkraut braucht man wahrscheinlich sogar, dass es relativ kompakt ist und auch feucht ist, oder? Weil sonst dann, gerade noch, wenn man es abdeckt, dann fängt ja erst dieser Fermentierungsprozess richtig an. Das ist die Idee, ganz genau. Ja. Und hier kann man sich das so vorstellen, man stapelt und drückt und macht feucht und so weiter, ja, so viel wie man möchte. Und dann macht man es drüber, um es dann fertig zu fermentieren. Genau, der letzte Schritt ist, das einmal komplett feucht, anaerob, also ohne Luft, abzudecken. Und möglichst sorgfältig. Und desto schwieriger das Material ist, desto sorgfältiger muss man das abdecken, dass da weniger Luft dran kommt. Und da reichen wirklich 6 Wochen für so einen riesen Haufen? Na, wie lange man den aufbaut, muss man gucken, wie viel Material anfällt. Ich meine abdecken. Ja, also das Abdecken. Also dann ist es, man kann das ja hier sehen, das wäre das nächste Foto, die nächste Einstellung. Jetzt ist es total zugewachsen, weil wir dann auch gerne mal Kürbisse und so raufpflanzen. Aber das ist dann die nächste Stufe. Die letzte Stufe. Und so sieht es nach einem halben Jahr bis ein Jahr aus. Und man sieht, da ist nichts mehr zu sehen. Das ist alles ab. Da sind Würmer ohne Ende. Kann man vielleicht auch erkennen. Mhm. Da winden sie sich. Und das sind diese totale Schwärze. Ist natürlich die Kohle, aber es ist auch diese Huminsäuren, die da entstehen. Und ich habe nichts umgesetzt, nichts gemacht, ganz wenig Arbeit. Und das Material bringe ich so raus. Da mache ich nichts mehr mit. Das wird so gemulcht auf die Beete oder so eingearbeitet zum Pflanzen. Also das ist das Effektivste, was man machen kann. Unterfußdüngung heißt das. Wenn man eine Tomate pflanzt, Kartoffeln legt, Kohl pflanzt, was auch immer, Baum pflanzt, Pflanzloch ein bisschen tiefer, unten das Material rein. Da reichen teilweise ein paar Handvoll oder ein paar Schippen für einen Baum. Und dann wächst die Pflanze mit ihren Wurzeln da rein, sobald sie soweit ist. Und das hat mit minimalem Aufwand den größten Effekt. Und wenn man ein bisschen mehr hat, so wie wir, dann kann man das auch mal flächig ausbringen. 5 cm, 10 cm mächtig auf die Beete. Und wenn man ganz extrem macht, dann kann man tatsächlich Hügelbeete mit reinem Kompost anlegen. Das ist natürlich ein Luxus.
Aber da haben wir natürlich ein Übermaß an Fruchtbarkeit. Und das Schöne ist, das verschwindet nicht. Das ist Material, was für Jahrzehnte und Jahrhunderte in dieser Menge bleibt und fruchtbare Erde aufbaut. Da entsteht dann sogar am Schluss so etwas wie biozyklische Humuserde. Ja. Ich hoffe, das konnte vielleicht den einen oder anderen Kompost, ich will es gar nicht Mythos nennen, gibt ja verschiedene Wege, wie man das macht, aber vielleicht konnte es mit frischem Wind in dein oder euer Gartenleben bringen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.